Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Fini Zockt. Ich habe kurz in der Anrede, Aufrede, wie auch immer, kurz gestoppt, weil ich im ersten Versuch vor lauter schon Formel 1 gesagt hatte und das natürlich völliger Grottenkäse ist. Aber was die hier wieder Interessantes gebaut haben, also ich weiß jetzt auch nicht, aber. Hey. Mitten durch uns durch. Hast du jemanden dabei? Sechs. Und du hier? Vier. Pause. Dann mache ich doch glatt noch einen Screenshot für letzte Folge. Ich habe das Video nämlich noch nicht hochgeladen. Das sieht natürlich schon genial aus. Okay. Obwohl wir gerade hier von Zügen reden. Wir brauchen welche. Für die Lambeth Line. Das wäre dann, glaube ich, diese Farbe hier. Ne, nicht ganz. Wir bräuchten das da. Ja, das ist es. Dieseltriebwagen. Da hätte ich gerne die hier. Wir fügen mal hinzu. 53 Meter. 103 Meter. Wir kaufen erstmal nur einen auf die Lambeth Line. Farbe. Wetten erst gelb. Ja, das habe ich ja fast gedacht. Wisst ihr was? Auf. Wiedersehen. Bims, weg ist er. Okay. Nein, noch nicht hinzufügen. Farbe hätte ich aber gerne noch geändert. Und zwar zu dem hier. Wenn ich den jetzt hinzufüge, der hat 46 Meter, machen wir 91 draus. Und machen noch einen von denen hinten dran. Dann sind es 118. Aha. Machen wir mal. Schauen wir uns mal an, ob die was taugen. Gucke, Kollege. Sag mal, sehe ich das recht oder ist das der fliegende Hamburger? Okay, ab ich drehe mal um ins Depot. Was machen wir denn jetzt am dümmsten? Dann nehmen wir halt doch den Buffel. Wie auch immer, dann ändere ich aber hier die Farbe nochmal auf quietschegelb. So, und dann passt die Farbe hier nämlich auch. Zwei Stück Anzahl machen wir mal 5, ne, 4 reichen fürs erste auf die Lambeth Line. So, und hier kommt schon der nächste. Das ist alles irgendwie mehr S-Bahn wie London Underground, aber okay. Hätten wir. Was du da vorne? 15, so langsam läuft es an. Okay. Der hat endlich mal eine gescheite Kamera. Wir gehen gleich mal auf Stufe 3 und rechts auch schon der NPZ rein. Der eine deutlich höhere Anfahrgeschwindigkeit hat. Mal gucken, was die Kiste hier seine Höchstgeschwindigkeit macht. Ob wir die 120 knacken. Irgendwie. Mal schauen. Links war ein Hirsch zu sehen. Mitten landen, naja. Und eine Pferdekutsche, auch toll. So, da werden wir auch schon in Vauxhall, wo wir den ersten Fahrgast, die erste Fahrgastdame, wie auch immer man das nennen möchte, Fahrfrau, nee. Ein Gast eigentlich. Ich könnte jetzt keine Ahnung, habe keine Ahnung von einer weiblichen Form von Gast. Tut mir leid. So, wir haben hier natürlich noch die Aufgänge vergessen, die Krankheiten fahren. Das müssen wir gleich noch ändern. Und wir fahren tatsächlich mit einer Leerfahrt nach Southwark. Wir drehen mal. Hallöchen, Kollege. Wir machen mal so. Wir sagen, der Southwark. Steigen wir ein nochmal. Und dann sind wir auch schon in Southwark. Vielleicht nehmen wir ja da den ersten Passagier mit. Ja, so, zwei Leute stehen schon da. In Richtung Clapham. So, und jetzt fährt links rum. Dann hat er das schon mal geschnackelt. Hast du schon jemanden dabei? Nein, auch noch niemanden. Schade. So, Lambeth, hier müssen wir mal kurz noch tätig werden. Autosave, okay, deswegen dauert das so lange. Passagiergebäude.
Wir machen mal so. Und mal nur eines. Ich würde nämlich sagen, das reicht fürs Erste. So, dann brauchen wir natürlich noch eine Straße. So ist das Quatsch. Ich sollte vielleicht vorher gucken, was da dann anschließen würde. Jetzt auf einmal geht hier schon der Privatverkehr los. Genau das will ich eigentlich vermeiden. Okay, was heißt das für uns? Wir brauchen dringend Buslinien. Und die gibt es dann natürlich auch. Hier eine doppelte Haltestelle. Wir bauen immer gleich doppelt. Ändern mal die Haltestellen zwischendrin. So, am besten gleich mal noch hier hin irgendwo mit. Okay. So irgendwie. Und dann, wie ich das hier sehe, müssen wir auch noch hier rüber. Auch wenn ich das viel lieber mit irgendeinem Zug angeschlossen hätte, aber wahrscheinlich wird das eher nichts. Okay, neue Linie. Auch hier ist mir jetzt die Farbe erst einmal Schnutz, egal. Einmal bitte hier herüber. Und die ganze Tour in der Gegenrichtung. Passt. Ich würde sagen, wir fangen an mit 166. Den heißt du Lambeth. Machen wir doch mal. Ne, machen wir mal Cam. Barewell. Neue Linie von hier aus. Hierher, hierher, hierher. Ja, wir drehen einmal, aber nur die einfache Fahrt eine Runde mit. Okay, und dann so. Sollte sich eigentlich nirgendwo was rumdrehen. Das wäre dann die 167. Vauxhall. Vauxhall. Hätten wir. So, hast du schon jemanden dabei? Ja, ein. Ist jetzt nicht viel, aber ein Anfang. Wir brauchen natürlich noch Gebäude. In dem Fall ein Depot. Das setzen wir am besten hier irgendwo in die Mitte rein. Dann brauchen wir erstmal nur eins. Okay, und dann bräuchte ich Fahrzeuge. Ja, da könnten wir gleich mal 6 Stück davon nehmen. Die gibt es auf die hellere Variante und einen Passagier-Dingens nehmen wir doch mal dich hier. 6 Stück auf die dunklere Variante. Und von denen hätte ich gerne zum welche gesehen. Die anderen kennen wir ja schon, aber das andere, das hier, das da hinten, das sind Monster. Die würde ich gerne mal sehen. Aha. Ja. Kann man sich sicherlich nicht beschweren. Die möchte ich mir aber in Ruhe angucken. Nicht so mit viel Gewurstel. In Grau. Und einer zweiten Tür, okay. Was ich jetzt auch natürlich auch ganz toll fände, wäre, wenn man natürlich noch Linksverkehr auch auf der Straße hätte, aber ich glaube, das wird das Spiel jetzt erst einmal nur überlasten. Und wir könnten ja auch einmal einsteigen. Stufe 3. Der Bus biegt ab, wir fahren auch rechts, biegen auch ab, aber nach rechts, wollte ich sagen. Jetzt müssen wir hier allen Ernstes warten. Waren uns auch noch so ein altes Ding da vor der Nase. Zeitgleich, heieiei. Vor der Nase durchfahren. Und wir müssen noch die Bahnhöfe umbenennen. Oh, jetzt habe ich wieder die. Wie in Transport Fever 1 Let's Play habe ich vergessen, die Sprache umzustellen. Ach nö, das wäre dann Lambeth Station. Oh ja, jetzt geht's wieder ins Umbenennen. Hurra, darauf habe ich mich schon gefreut. Echt, das hier wäre dann Castle Road, wenn es das schon anbietet. Russell Street, Camberwell Central. Okay, das hier wäre dann Hounslow Way. Wunderbar. Grüner Weg wäre dann Green Street.
Was ein Käse. Lambeth Road. Islington Street. London Road. McCain Street. Ich weiß, das hört sich sehr nach den Pommes an, aber egal. Market Road. Fox Hall Station. So, das müsste zum ersten Mal gewesen sein. Passt, hast du eigentlich schon jemanden dabei? Ja, vier. Okay, dann lassen wir das mal laufen. Hätten wir also fürs Erste, wir könnten natürlich auch in Croydon, wobei das rentiert sich fast nicht. Also wenn wir hier jetzt noch was hinmachen, nee. Ich glaube eher, wir könnten Fulham mal eine neue Linie geben. Zum Beispiel, ja, wir könnten aber auch von hier aus so sozusagen ein Dreieck bilden, dass wir, wie sieht es denn hier linientechnisch aus, das rechte Gleis wäre noch unbenutzt, das heißt, wir könnten eigentlich hier rausgehen. Und da mit rein. Bei Linksverkehr würde das heißen, bräuchten hier auf jeden Fall ein Signal. Das passt soweit. Da hinten im Block, das ist in Ordnung. Okay. Gut. Ja. Gleise. Aber wohin ist jetzt natürlich die große Frage? Naja, nee, die große Frage ist es eigentlich nicht. So, ich brauche mal ganz kurz Stufe 3. Dass der Kerl da rauskommt. Der da drüben sollte jetzt eigentlich nicht erstmal hier nicht in die Quere kommen. Okay. So, denn wir nehmen hier mal Umbauarbeiten vor. Jetzt nicht mehr. So. Wir bauen von da aus. Ja, da haben wir noch kein Gleis. Wir sollten vielleicht erst noch das dritte Gleis hinzufügen. Darum geht's nämlich. Ja, alles gut. Die Linie kriegt ihr gleich wieder. Alles bestens. So, und von hier aus jetzt in das Gleis. Von da aus in das hier. Jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Wir schauen mal auf die Lambeth Line, Linie verwalten. Geht doch. Halt, stopp. Was macht ihr denn jetzt hier Komisches? Ihr sollt nach Vauxhall Haltestelle hinzufügen. Jetzt habt ihr wieder zweigleisigen Verkehr. Sehr schön. So, dann könnt ihr jetzt mal wieder weiterfahren. Und wir bräuchten einmal Gleis so, damit wir das Haus dann nicht wegreißen müssen und dann gehen wir mal freien Weg in die Richtung hier. So. Und schlussendlich dann hier rein. Okay, und vielleicht noch einen Block. Hier in der Mitte hätten wir neue Linie von Vauxhall über das da. Nach das da, dann nach Battersea und wieder zurück. Das heißt, wir bräuchten aber nach Vauxhall so ein, dass wir zweigleisigen Verkehr haben. Einwandfrei, das wäre dann die. Was Quatsch nein. Wie das denn hier? Battersea. Und wo ist mein Bund hier? City Line. Jetzt hat sich das nicht gespeichert. Das war mir fast klar. City
And City Line. Hä? Okay, muss man sich ganz kapieren, denke ich. Aber ja, so, damit wir kein neues Depot brauchen, machen wir einmal kurz so. Da kann ich die Fahrzeuge nämlich aus dem Depot hier unten holen. Jetzt bräuchten wir da aber Strom. Okay, das war jetzt dumm, dass wir das gebaut haben. Das brauchen wir nämlich gar nicht. Denn ich hätte hier gerne wieder elektrische Züge, was wiederum aber heißt. Gebäude, Depot. Hier aber, auch nö. Jetzt muss ich da nicht ernsthaft hier... Okay, und hier hinten ist noch... das Gleis auch noch anzuschließen, dann passt das. So, holen wir halt hier die Dingens raus. Geht das bis ins Depot, das... ja, geht es. Okay, gut. Ich wollte einfach mal sicher gehen. So, knallrot hätten wir den gerne. Elektrischen Triebwagen. Jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Fast empfehlen wir. Das heißt, ein 4-Wagen heißt 69 Meter. Ein 6-Wagen heißt 100 Meter. Machen wir 2 Stück, die reichen. Und dann schmeiße ich fast meine Maus vom Tisch. Kaufen. Battersea und City Line. So. Da sollten sie auch schon rauskommen. Es geht nach Vauxhall. Ja, eindeutig. Wir machen auch gleich mal auf Stufe 3. Gucken wir kurz, ob es eine Kamera gibt. Eine gute gibt es. Sehr schön. Jetzt hätte ich gerne das mal so gemacht. Okay, wir halten den Kollegen mal an. Halt, 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 halt. Stopp. Na, jetzt können wir noch fahren lassen. Brauche ich aber den hier nicht anhalten. So. Stopp. Hätte ich das gerne so. Es sah jetzt ein bisschen komisch aus, ich weiß, aber egal. So, der Baum hier stört mich. Arrivederci. Jetzt nochmal. Battersea. Wir könnten natürlich auch so mal machen. Okay, so und jetzt einsteigen und genießen. Denn links der Büffel unterwegs, rechts wartet noch ein Depot und wir haben freie Fahrt Richtung Battersea auf der Battersea City Line. In roter Farbgebung gut zu erkennen. Und natürlich rot hier vorne, war ja auch nichts anderes zu erwarten. Dürfen wir dann nach dir, Kollege? Jawohl, wir dürfen. Das haben wir uns damals flüssig eingegliedert, würde ich sagen. Und dann werden wir schon in Battersea. Ich habe mir erst überlegt, während wir da so gebastelt haben und ich gelabert habe, ob ich die Linie nur bis Battersea ziehen soll. Aber da wir in Fulham so einen großen Bahnhof haben, why not? So. Da kommt schon einer entgegen. Von der Elizabeth Line. Und wir gehen nach links rüber. Nach Fulham und haben hier auch schon ersten Passagier dabei gehabt und fahren auch mit einem wieder zurück. Das passt doch wunderbar. Schaut mal, da haben wir ja schon fröhlich Betrieb hier. 7 von 72 hat er dabei. In Battersea warten schon welche auf die Battersea and City Line. 9 von 72 kommen hier mit. Ja, wie sieht es hier unten aus? 11, 4, 13. Einverstanden. So, und du hast zwei sogar noch dabei. Da haben wir gerade noch mal was mitgenommen. Sehr schön, dann haben wir hier schon ein Dreieck mit Clapham Junction, Vauxhall und Battersea. Da könnten wir glatt noch einen Abzweig machen nach hier. Und zwar mit einem, ja, mit einem was? Gute Frage.
Kommen wir, jetzt mache ich mal nur testweise hier, kommen wir da durch mit einem, ja, Oberleitung, mit einem Gleis von da nach hier irgendwo. Angenommen, ich würde die Straße hier rausnehmen. Tatsächlich, da kämen wir mitten durch. Das wäre natürlich cool, da baue ich das gleich mal hier so. Wenn ich jetzt noch weiß, wo mein Gleis liegt, dann wäre ich sehr zufrieden. Okay, dann bauen wir das doch mal so, was wo auch immer wir dann dahin wollen. Das habe ich mir zwar nicht so genau überlegt, aber Gleise können ja Nische haben. So, dann würde ich hier auf jeden Fall mit Gebäude eine Station hinstellen, Platform Connector, Underpass, zwei Gleise hätte ich gerne und hier hingesetzt, sehr schön. Dann machen wir das doch mal so und so. So, und dann hätte ich auch gerne gleich Straße. Straßen. Schön mit Bäumchen. Nein, nein, alles nein. Gut, und dann wäre das hier nämlich schlicht und ergreifend Battersea Park. Sehr schön. Battersea Nebengleis. Wie gesagt, Battersea Park. Und wo, auf was machen wir dann mit dem hier? Wir könnten natürlich jetzt noch ein paar Parallellinien ziehen, aber das ist Quatsch. Wir könnten natürlich aber auch hier mit dem Gleis entlang. Ich baue jetzt einfach mal, wie ich gerade denke. Kann jetzt nicht schaden. Halt, ob ich gerne das rechte. Sehr schön. So, dann weichen wir den Häusern nochmal ein wenig aus. Bauen wir gleich das zweite Mal mit. Sehr schön. Und dann nach. Gute Frage, der Untergrundbahnhof ist noch nicht freigeschaltet. Das ist natürlich Käse, wenn wir hier mitten in die Stadt gehen. Aber wir könnten ja auch von hinten. Mach ich mal so. Halt, Kollege. Machen wir doch einfach so. Sehr schön. Mal bis hier hingebaut und dann da rein. Einwandfrei. Signale hätte ich gerne. Und zwar im Linksverkehr. Heißt, ich muss auch hier warten, ob da jemand kommt. Linksverkehr passt. Da könnten wir eigentlich könnten wir hier noch was Stationsmäßiges hinstellen. Okay, ja, wir brauchen hier eigentlich nur 80 Meter. Okay, dann können wir aber den Käse auch nochmal wegreißen. Gleise. Gleise. Okay. Bums. 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 Sehr schön. Und dann hier hinten ja, machen wir da erstmal so und so. Geht doch, was wollt ihr denn? So, und jetzt dann hier ganz gerne in Lambeth noch ein weiteres Gleis. Oberleitung. Sehr schön. Und das machen wir dann ganz einfach erstmal so. Und da wir hier aber Linksverkehr haben, braucht dann halt noch ein Gleis hier rüber. Hätten wir schließen. Ich brauche nochmal meine Signale.
So, Linksverkehr wäre da. Und Linksverkehr haben wir hier schon eins. Okay, das heißt, wir machen hier das Gegensignal. Nein, das ist ein Käse, das habe ich nie wieder gebaut. Signal weg. Signal weg. Nochmal bauen. Das muss in die Mitte, ich räume. Jetzt aber. Nicht im Fluss landen. Wieder falsch gebaut. So. Dann ist hier Bahnhof. Und hier zwischen brauchen wir eigentlich keins. Das heißt, wir machen gleich eine neue Linie. Das kriegen wir sogar noch in diese Folge rein. Über das da und das da. Nach hier. Und den ganzen Spaß zurück. Linksverkehr haben wir. Das wäre dann die. Lambeth. And City Line. Machen wir gleich das Schema wieder nach vorne. So, und wo zum Henker haben wir zum Depot? Wir haben doch hier ein Depot. Wir kommen da doch eigentlich theoretisch mit viel theoretischer Arbeit. Das ist zwar ein reines Depotgleis, ich weiß, aber. Warte mal, wir machen es jetzt erstmal so. Dann hier hinten einfach da rein. Gut. Dann können wir nämlich Spiel fortsetzen. Halt, stopp. Wir brauchen noch hier hinten Oberleitung. Das kann ich mir fast denken, dass da keine ist. Ja, genau. Was wird das jetzt? Wieso jetzt auf einmal keine Oberleitung mehr? Hey, ihr habt doch alle. Was wollt ihr denn? Mach mal, wir machen jetzt noch mal. Wir machen einfach mal die ganze Station voll mit Zeug. So, nach Battersea. Könntest du doch eigentlich schon längst fahren. Machst du auch. Hä, was war denn da jetzt wieder das Problem? Okay, wir kaufen Züge. Bevor ich mich hier lange reinsteige. Fahre ich aber gerne als allererstes. Das ist das hier. Nee, nicht ganz. Das hier, ja, das ist es. Farbmäßig, was nehmen wir denn da jetzt zum Henker? Wir könnten natürlich. Ach so, halt. Jetzt habe ich Idiot nicht allen Ernstes da Strom hingesetzt. Och, nö. Wisst ihr was, wir machen mal diesen hier. Ja, ist echt egal, wie. Wir kaufen den zweimal. Kaufen, zuweisen, Lambeth City Line. Elektrifizierte Gleise fehlen. Bitte, wo fehlen denn hier elektrifizierte Gleise? Ich habe doch jetzt überall gebaut, oder nicht? Ach nee. Okay, das Zwischenstück hier. So, wollt ihr jetzt rauskommen? Wenn ich jetzt mache. Jetzt wollen sie, okay. Das wäre jetzt natürlich ein Zug für ein Underground. Ja, farbmäßig jetzt nicht gerade der Brille, aber. Stufe 3 unterwegs nach Lambeth, der brummt hier fröhlich durch. Geht dann hier kurz rüber, das hat alles seine Richtigkeit. Und dann hier auf sein eigenes Gleis. Einwandfrei unsere kurze Multiple Unit. Machen wir doch mal so und schauen uns den Spaß hier etwas näher an. Steigen aber vorher wieder ein. Und Stufe 2 reicht, glaube ich, das erste. So, dann kommt der andere und wir biegen links ab Richtung Vauxhall Transfer. Den werde ich noch umbenennen. Könnte die natürlich auch Thameslink nennen, weil das hier ist ja Thameslink Dingzi, wir fahren ja die ganze Zeit auf dem Fluss.
fröhlich durch die Gegend, alles auf Brücke. Naja, so, jetzt geht's nach Battersea Park. Nein, halt, erst nach Roxanne Transit, dann nach Battersea Park. Hier fehlen noch die Anschlüsse, das muss ich noch machen. Jetzt dann, wenn wir hier raus sind. Was, da kräht ein Haar, wo die mit verkackt werden. Links. Ein Bär mitten auf der Straße. Ist jetzt nicht euer Ernst. So, ich glaube, wir nehmen die ersten Leute mit. Ja, 4. Mal gucken, wo die alle hinwollen. Und wenn wir dort sind, so nochmal über die Brücke und dann rein nach Fulham. Gebäude. Hier. Aha. Heißt William Clark fährt dann mit der anderen Linie. So, wir brauchen uns aber in Vauxhall noch unseren zweiten Bahnhof. Wo ist denn der? Der heißt nicht Vauxhall Transfer, der heißt Battersea Thames. Okay. Also Themse. Und dann brauchen wir noch halt, fortsetzen, nicht beenden, Kollege. Passagiergebäude, da hätte ich gerne so ein dickes hier. Ich weiß, das ist völlig Übergröße, aber egal, machen wir. So, und dann wollen wir doch gerade schon hier die Straße haben. Wir könnten jetzt natürlich hier auch einfach nur so einen kleinen Stichsträßchen hinführen, das mache ich jetzt auch mal glatt. Zwar so hier hoch, wir wollen jetzt mal kein Gebäude da abreißen. Und dann von da aus wieder runter. Gut. Hätten wir. Hat schon 5 Leute dabei. Sagenhaft. Das klappt doch gut. Hier stehen auch schon welche. Battersea Park, Battersea Thames. Und jetzt gucken wir mal, ob die Uhr hier auch stimmt. Rein spaßhalber mal. Es hat hier 21.52 Uhr auf meinem Handy. Das passt. Das ist die richtige Uhrzeit. Haben wir das also auch mal als richtig dargestellt. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, reicht für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne. Tschüss.